Ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Xenoblade Chronicles, die Definitive Edition. Im letzten Part haben wir es geschafft, hier ganz hoch zu klettern. Es ist, ja, es war anstrengend. Wir haben extra überall im ganzen Sumpf 4 Kugeln gesammelt, um diesen Fahrstuhl zu aktivieren. Und was stellt sich heraus? Der Fahrstuhl funktioniert nicht. Ja, das ist das Ding. Und jetzt haben wir es endlich hier oben angeschafft und jetzt wollen wir weiter natürlich. Bin gespannt. Ich bin sehr gespannt, wie es hier aussieht in dem Remastered. Einer meiner Lieblingsgebiete, glaube ich, kommt jetzt. Na, nicht ganz. Wir sind noch in der unteren Luftröhre. Und apropos Röhre, ich muss Kaffee in meiner Röhre haben. In meiner Halsröhre. Speiseröhre. What is this place? It's giving me the creeps. At a guess, I'd say we're inside the Bionis. What is it, Shulk? Oh, nothing. It's just that it feels like the Bionis isn't really dead. Huh? Wait a minute, Shulk. If the Bionis starts moving around, things won't look good for us. Let's just keep moving. Right. Wir sind jetzt in Bionis drin. Der Boden hört sich sehr matschig an. Ekelig. Okay. Wo sind wir hier? In der Lunge. Also sind wir irgendwie am Schwerkörper vorbeigekommen. Das ist also die Lunge. Ja, der sollte, ich glaube, mal zum Doktor gehen. Das sieht nicht so gesund aus. Jetzt mal ehrlich, das sieht echt nicht gesund aus. Wenn das hier die Lunge sein soll. Ja, Pilze und so. Naja. Hallo? Jemand kommt her, bin überrascht total. Ihr wollt nach oben, ja? Wartet auf Wasser. Wasser macht Platsch und schießt euch hoch. Na, gucken wir mal. Aber wir kriegen noch Schaden. Da kriegen wir noch reingedrückt. Okay, aber ich finde es cool, dass da oben das leuchtet. Die Lampen finde ich cool. Aber es ist sehr eklig hier. Sehr eklig. Naja, gut. Kommen wir bald raus. Ich möchte hier. Eigentlich möchte ich hier raus. Es wäre mir lieb, wenn wir hier rauskommen. Die obere Luftröhre. Ich würde hier gerne raus. Tatsächlich, ja. Face Nemesis. Your frame is complete. All that remains is the soul transfer. That damage. Does a weapon exist that can melt face armor? How? Lady Venea, Master Egil wishes to see you. Understood.
Tell him I will see him when this face is complete. Acknowledged. I have fulfilled my duty. You and only you can bring about a new age on Makonis. No, the entire world. My mistress, Lady Mayneth. Ui. Jetzt haben wir das erste Mal gesehen, wie ein Face-Mekon hergestellt wurde. Das ist sehr interessant, ne? Lady Mayneth, was meinen Sie damit? Was wird da gemunkelt vor sich so geheim? Magna Waldweg. Ja, nice. Das ist cool. Mein Lieblingsgebiet. Ich mag das Gebiet hier total. Oh, das wird so cool. Oh, yeah. Scharlas Hose, ne? Ja. 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 Ich sag da mal nichts zu, ne? Ich sag da mal einfach nichts zu. Cool gewachsene Bäume, muss ich ehrlich sagen. Who turned up the heat? I've never seen such a dense forest. Me neither. How much further? This must be the back of the Bionis. If Shulk's vision is right, we've still got a long way to go. You mean go on in this heat? I'm sweatier than a Brog's armpit. We'll have to search for the best route. Sadly, until we find a way, we'll have to put up with Rhine's stench. Sharla? We must be outside the tower. Welcome, true heir to the Monado. Father! Weak. Weak and pathetic. What or who are you? You will pay for what you've done! You will know the pain and suffering you caused the Emperor and Fiora! A silver-faced Mekon. And who was that girl? These visions show me people and places I've never seen. If only I could find out what they mean, we could use them to our advantage. Look over there! A rope bridge. It looks Homs made. Not Homs. Nopon. Though a lot of them have settled in our colonies, the Nopon are originally native to Machna Forest. Do you think they'd know the way to the Bionis Head? I can't say. But walking around in circles isn't going to achieve anything. Our best bet is to look for their village.
Ja, der Wald ist einer meiner Lieblingsgebiete. Bin ich ehrlich, ich finde den Wald richtig nice. Es ist einer, weiß ich nicht, einer der Highlights im Spiel. Dieser Wald. Und wir werden den jetzt auch gut erkunden. Ja gut, ist nicht hier gibt es nicht großartig viel zu erkunden. Aber, ich muss ehrlich sagen, es sieht einfach unfassbar nice aus. Level 28, ach ja. Wir sollten auch ein bisschen leveln. Wir können alle auf Level 30 mittlerweile hoch. Und sollten wir auch tun, denn, ja, man merkt das halt so langsam, ne? Wenn man schon ein bisschen länger bei den Gegnern hängt. Magna D-Raub. Okay. Gucken wir mal, wie sie verhält. Hier gerade mit den neuen Gegnern. So. Jetzt kommen irgendwelche Schmeißfliegen noch hier in der Seite. Was haben die denn bei sich? Ups, sollte eigentlich nach hinten. Ja. Autsch. Aber cool, mal so große Bosse, also große Gegner, die keine Bosse sind. Klanis Sese. Bleib mal stehen. Komm, die halten eigentlich nicht fürs, dürfen die nicht so viel aushalten, wie sie gerade tun. So, komm. Einer noch. Ich will das Gebiet weiter ersehen. Wir sind hier gerade mal am Anfang, wir sind ja nicht mal im Wald drinne. So, weg. Sehr gut. Die Raub. Oh. Das ist die zweite Portion grüner D-Raubsaft. Puh, riecht wirklich streng. Will Diggi wirklich, dass Ababa das Zeug trinkt? Ja. Eventuell wollen die das. Bin mir da auch nicht sicher. Aber ich denke schon. So, da haben wir die erste kleine Kolonie. Na, was heißt Kolonie? Sidequest-mäßig, ne? Agni-Denkmal. Hey! Ui, Hom-Hom hier. Kann überhaupt gar nicht glauben. Muss euch was sagen. Ganz fiese, starke, hungrige Fressviecher im Magnawald. Will zurück ins Dorf. Macht ihr Monster auf dem Weg platt? Klar doch. Oh, ihr seid aber groß und stark, hilfsbereit auch, ja? Ja? Aber Vorsicht sein. Vorsicht sein. Wie viele Monster? Starke Monster. Erzähl mir noch mehr. Mir noch mehr helfen, ja? Diesmal Magna-Likosen töten. Sehen so böse aus. Die wollen uns kleinen Noppern fressen. Oh ja, bin sicher. Nur weil sie böse aussehen. Meine Helden, allesamt. Seid viel zu schwer verdaulich für böse Magna-Likose. Okay. So viel böse, rote, fiese Vögel im Magna-Wald. Noch gefährlicher als andere Monster. Rauschen runter, greifen an und rauschen wieder hoch. Haben wir Fetzen von meinem schönen Fell ausgerissen. Macht sie Piff-Puff. Wir machen sie Piff-Puff, keine Angst. Sind immer mehr von ihnen da, wenn Sonne brennt. Habe Vertrauen in euch. Noch mehr. Brauche noch mehr Hilfe, will doch zurück ins Dorf. Aber viel zu viele Monster da. Könnt ihr Monster verhauen? Bitte Magna-Mare beseitigen. Na ja, auch. Ja, kann nach Hause gehen, sobald alle weg sind. Danke, Pond, schon jetzt. Gut. Was hast du zu verkaufen? Erstmal hier Katana. Ja, nee, nee. Nee. Hm. Ja, dann gucken wir aber Schuld mit ihm kurz durch. Oh, Magna Top. Minus 17 ist zu viel. Magna Shorts, die kann ich auch mal geben, ja. Gut, dann rüsten wir uns erstmal Schulk aus. Einmal nicht hier, ne? Was machen wir hier? Nee, was war das? Magna Top, genau. Ach, das ist nicht schön. Das geht da völlig durch, aber das finde ich echt nicht schön. Was haben wir denn stattdessen? Halt, dass es halt besser aussieht. Weil ich finde diesen Stil halt wirklich nicht gut. Ja, nee. Das ist halt echt nicht gut. Lass mich normal hier, was Oberteil angeht.
Das sieht echt nicht schön aus. An der Hüfte geht das noch. So, kaufen wir weiter mal. So, jetzt ist dann mit einer Reihe. Haben wir hier was Besseres? Nee. Auch die Shorts. Okay. Tschüss. Ja. Dann Ben. Ich drücke mal falsche Taste. Für die habe ich die Shorts. Das sieht bei ihm nicht unbedingt schlecht aus, ne? So, haben wir vielleicht irgendwas für Schala, was ihren Po bedecken könnte. Das wäre... Ich werde ihm sehr verbunden. Aber erstmal gucken wir hier beim Kopf und so. Nein. Erstmal hier Magna-Top für sie. Magna-Shorts. Kann man machen, okay. Bin ja gespannt, wie es jetzt bei ihr aussieht. Ups. Ausrüstung. Meine Güte. Nee, grandiose Rüstung. Magna-Top. Okay, ja gut, es ist... Ja, besser als halt nur Po frei, ne? Da lieber hier überall frei. Ja. Gut. Rein. Was steht bei dir an? Magna-Top? Nee. Magna-Shorts? Okay, mal gucken, wie es bei dir aussieht. So. Guck mal, bei ihm geht das doch, ne? Oh Mann. Ah, hier. Ja, komm, aber ihm sieht das doch ganz in Ordnung aus. Wie sieht das, wie sieht der Helm aus beim Magna-Stil? Haben wir den über freigeschaltet? Ich glaube nicht, ne? Nee. Ja gut, bei ihm sieht das aber ganz okay aus. Bei ihr sieht es eigentlich auch ganz okay aus, ne? Ich habe jetzt ein bisschen mit mehr Stoff gerechnet. Irgendwie. Aber naja. Gut, was ich euch zeigen wollte, ist diese Aussicht hier. Ist das nicht nice? Da möchte man gleich runterspringen. Wow. Und übrigens finde ich es nice, dass über uns ein Meer ist. Ein Meer über dem Meer hier. Ja. Man kann hier runterspringen. Ich glaube, man hat sogar eine Trophäe dafür gekriegt. Bin mir nicht sicher. Ich wollte aber nur einmal hier runterspringen. Mehr wollte ich nicht tun. Wir gehen erstmal wieder hoch, weil hat keinen Sinn. Aber vorher haben wir... Wir haben noch irgendwo hier... Genau, hier runter. Und da gibt es irgendwo... Ist noch eine Sidequest da. Die wir mal eben machen können, ne? Bevor wir tatsächlich in den richtigen Wald gehen. Alles mit der Zeit, wa? Ach ja. Man sollte das Spiel auch irgendwie genießen können. Wer greift es an? Du! Gleich mit der Fessel. Ich glaub's nicht. Würde mich gern bewegen. So. Kann mich gleich bewegen. Sehr gut. Bist gleich von der Seite reingetrasht. Backslash. Ne, ernsthaft? Jetzt greift es noch der nächste an. Oh Mann, ey. Einmal Dunbin heilen. Man sieht, da oben ist auch noch wieder so ein Viech. Haben wir jetzt auch wieder getriggert irgendwie. Oh Mann, ey. Darf ich vielleicht mal irgendwie... Hau die doch mal um. Alter, was geht mit diesem Viech ab? Sehr gut. Stinkender Nektar. Was sind die Eulen damit gemeint, ne? Ja, dann machen wir sie fertig. So.
Einfach überall raufballern hier jetzt. Sind nur diese paar Stück. Gehen zumindest schneller als diese Raubdinger. Ich sollte mich heilen, nicht? Oh nein! Ich weiß jetzt, warum die so levellastend waren. Komm! Würde ich gern bewegen. Sehr gut. 5 Stück müssen wir davon besiegen. Ich habe ja nicht geguckt, wie viele. Ja gut. Machen wir das. Nein. Alter, die halten aber auch viel aus. Das Ding ist, ich kann jetzt nicht irgendwie mich um die rumschlängeln, weil die alle in der Luft hängen. Ich wollte Dumbin heilen. Dumbin ist gleich tot. Er ist tot. Ist alles gut, Dumbin. Alles gut, alles gut. Alles gut, Dumbin. Wir machen das schon. So. Alter, diese Eulen, ne? Ja, heil dich ruhig. Komm, das ist jetzt Ende. Danke. 2 Stück davon müssen wir noch machen, Alter. Nicht runterfallen. Nicht runterfallen. War ja klar. 4 Meteorgrillen. Was Piki-Pi wohl damit vorhat? Diese Namen, Alter. Diese Namen. Die sind so gut. Aber gleichzeitig so dumm. Ich denke mal nicht, dass wir hier jetzt runtergehen müssen. Wir gehen jetzt weiter, weil da unten ist halt nur der Ort, wie man von ganz normal halt von unten halt wieder hochkommt. Ich wollte halt nur gucken, was die 20.000, 30.000 Ausrufezeichen hier zu suchen haben. Gut, wir können auch direkt da hoch. Geht relativ schnell, ist auch ohne Ladezeit hier wirklich fast schon beinahe. Aber wir wollen jetzt die Brücke rüber. Wo ist die? Da drüben. Dafür machen wir einmal kurz die Tageszeit ändern. Hier. Ich würde es gerne Tag haben, wenn wir schon in den Wald gehen. Hängebrücke 1. Das bedeutet, es gibt mehr. Seht ihr? Du sollst von alleine laufen, aber nicht da runter. Oh Gott, ich lasse dich nicht mehr von alleine laufen. Das ist mir zu dumm. Alter, dieses Spiel. Und über uns ist ein weiteres Meer. Ach, das ist so cool einfach. Das ist der Grund, warum ich Videospiele mag. Das, genau sowas ist der Grund. Weil man einfach kreative Spiele spielen kann. Und man an jeder Ecke merkt, wie kreativ manches ist, ne? Da oben ist irgendwas, wo wir nicht hochkommen. Oh Gott, ich sehe schon Wölfe. Oh mein Gott, hör doch mal damit auf. Wir haben endlich alle 8 Seetangpilze gesammelt. Kofuku wird zufrieden sein. Ja, dann ist doch gut für Kofuku. Die Viecher müssen wir besiegen. Magna Lykos. Hör auf zu heulen. So. Gut. Ah, das ist zu spät. Ja. Bitte was? Ich habe nicht getroffen. Ich schlafe. Okay. Jetzt komm. Jetzt eine kleine Frage. Welches ist euer Lieblingsgebiet aus den Xenoblade Chronicles? Was ist euer Lieblingsgebiet? Das würde mich aber auch mal interessieren. Ihr dürft ruhig gerne spoilern bei mir in die Kommentare.
Wer in die Kommentare schaut, hat sowieso verloren. Na, ihr solltet schon, wenn ihr spoilert, hier markieren, ne? Markiert das schon bitte als Spoiler. Einfach groß Spoiler rüber schreiben, damit Leute es überfliegen können. Und dann ist gut. Aber ich würde gerne wissen, was euer Lieblingsgebiet aus Xenoblade Chronicles ist. Kann auch Xenoblade Chronicles 2 sein. Das habe ich ja auch mal Let's Played. Zwar mit einer schlechteren Videoqualität, ja, das ist mal am Anfang, ne? Ich habe angefangen erst. Also relativ, das war zu recht, relativ zu Anfang. Alter, wie viele Gegner, wie viele Ausrufezeichen sind da? Da hinten, was ist da los? So viele Wölfe. So. Jetzt schlafe ich schon wieder. Wieso schläft man eigentlich die Dinge ein? Meine Güte, der hüpft auch noch ziemlich durch die Gegend, ne? Reicht das nicht langsam mal? Wieso mache ich keinen Schaden? Aber ihr Mission erfüllt. Sehr gut. Not bad at all. Alter, wieso ist das so viel Ausrufezeichen? 4 Stück? Wieso nur 2 Gegner? Wieso werden mir so viel angezeigt? Na gut. Wir überprüfen das mal. Ja. Ja. Geht ja alles, ne? Eulen. Okay, deswegen. Das ist belastend. Das ist auch wirklich belastend. Und echt nicht gut. Oh Mann, ey. Ich weiß, dass ich so viele sie alle besiegen muss, ne? Aber. Alter. Muss das sein? Egal, wir kriegen Erfahrung. Erfahrung ist gut. Erfahrung ist super. Erfahrung, ja, das mache ich gerne. Ich bin gerne bereit, sehr lange in Kämpfe zu verweilen, weil ich immer kurz vorm Sterben bin. Also jetzt gerade nicht, aber... Ja, Dschungel-Eul. So. Schale einmal heilen. In die Menge schlagen. Shadow Eye. Oh Mann, ey. Das ist aber ziemlich. Ich hab die fliegenden, die Eulen nicht gesehen. Wie denn auch? Die waren wahrscheinlich zu weit oben, ne? Oh, natürlich, okay. Ja, die Eule ist eh gleich down. Also. Die ist eh gleich down. Siehst du? Hauptsache Panik für nichts, wa? Nur zu dir, Lykos. So, kriegt man eines der Akku? Ich hätte gern, dass jemand eines der Akku bekommt. Danke. So, schwanken. Dann bin du hast der Akku hier. Ich heile dich einmal. So. Du siehst es. Schön für dich. Das killt ihn halt, ne? Wir warnen ihn mal. So. Okay. Schlaffer Kamm. Und Magna-Schuhe. Ah. Interessant, also waren das... Ne
Was? Da ist noch einer oben? Wieso sind die alle so weit oben? Na gut, dann machen wir das noch, machen wir den Kampf hier noch und dann ist der Part auch beendet, weil mir schläft gerade das Bein ein. Und das ist sehr unangenehm. Oh, ist das eklig. Kennt ihr das, wenn es... Kennt ihr das, wenn es so... Wenn es so... So ein richtig... kitzelndes Gefühl ist, in sein ganzes Bein verteilt. Eklig. Ah, Darf ich mal bitte wieder aufwachen? Hallo? Also nicht nur in-game, sondern auch mein Bein. Das wäre halt schon sehr... vom Vorteil. Oh, Oh Mann, ey. Da ist ja noch eine Eule oben gewesen, ey. Ich glaub's nicht. Ja, komm jetzt. So langsam reicht es hier. Ja, ihr habt ein sehr großes Team. Sehr großartiges Team. Great Team, ich weiß. Great, großartig. Hab ich schon mal gesagt, ne? Na gut, Leute. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Lasst gerne Like und Kommentar da und abonniert, damit ihr nichts mehr verpasst. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.